Hallo und willkommen bei How to Buddies. In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen unseres Gearset GX6. Kann ja sein, dass ihr das Gerät lange erfolgreich und gerne benutzt habt. Vielleicht gibt es das neue Gearset GX7 oder wie auch immer und ihr wollt eventuell das neue Gerät haben und euer altes abgeben. Dann solltet ihr, wenn ihr das Gerät tatsächlich abgeben wollt, verkaufen, tauschen, verschenken, wie auch immer, auf jeden Fall auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Ganz wichtig und vorab am besten auch eure Konten alle löschen, damit derjenige, der das Gerät als nächstes bekommt, das eben auch einrichten kann und nicht irgendwie euer Konto da vorfindet, mit dem er sich dann irgendwie anmelden muss. Was natürlich nur über eure eigenen Kontodaten geht. Und ihr könntet dann selbst eventuell eben ein Problem bekommen, weil derjenige natürlich möchte, wenn er es euch abgekauft hat, dass ja, das auch funktioniert und dann habt ihr eben mehr Aufwand. Das Gerät wird dann wahrscheinlich wieder an euch zurückgeschickt. Ihr müsst dann im Nachgang eben euer Konto löschen und das Gerät zurücksetzen und wieder hinschicken und dann kann derjenige erst damit loslegen. Deswegen zeigen wir euch einmal, wie das funktioniert. Es kann aber natürlich sein, dass ihr das Gerät für euch selbst einfach nur zurücksetzen wollt. Dann müsst ihr natürlich nicht euer Konto löschen oder wie auch immer, nicht ganz so doll aufpassen, aber ist eben auch möglich, wenn ihr das Gerät schon lange nutzt, habt euch vielleicht ein bisschen zugemüllt, dann macht ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen vielleicht ja auch mal irgendwann Sinn. Also, wie funktioniert das Ganze? Erstmal vorab solltet ihr ganz klar euch sicher sein, dass ihr alles an wichtigen Daten, was ihr behalten möchtet, irgendwie rettet. Ihr habt ja die Möglichkeit hier mit der einlegbaren MicroSD-Karte auch Daten zu übertragen. Das könnt ihr dann zum einen machen oder schiebt Sachen in die Cloud, wie auch immer, erstellt Backups und so weiter und so fort, damit ihr eben euer Gerät möglichst ja, clean habt, beziehungsweise dass das, was zum Schluss drauf ist, dann auch wirklich gelöscht werden kann. Das nur vorab, ganz wichtig, das liegt in eurem eigenen Ermessen natürlich, je nachdem, was ihr für Daten habt. Dann geht ihr in eure Einstellungen, also einmal hier auf die App Einstellungen und dann am besten, wie gesagt, vorab einmal die Konten löschen. Ihr scrollt einfach in den Einstellungen ganz nach unten und da haben wir dann hier schon diesen Block, den brauchen wir, Passwörter und Konten, da gehen wir mal als erstes hin und hier sehen wir schon, wir sind mit einem Google-Konto angemeldet, haben zusätzlich noch ein WhatsApp-Konto. Die kann ich jetzt hier beide löschen. Ich klicke da einfach drauf, sage Konto entfernen. Bei WhatsApp ist das ja nicht ganz so dramatisch, aber bei dem Google-Konto natürlich schon. Da hängen schon noch ein paar Sachen dran. Und ich sage jetzt hier Konto entfernen. Ich bin mir also sicher, dass ich das Gerät komplett zurücksetzen möchte und habe alle meine Daten gerettet und so weiter. Erst dann solltet ihr eben auch hier überall diese Geschichten machen. Konto entfernen. So, bist du sicher? Schutzfunktionen für dein Mobilgerät funktionieren dann nicht mehr. Da seht ihr schon, was da alles dranhängt, okay? Und jetzt muss ich einmalig nochmal mit dem Fingerabdruck das Ganze bestätigen, damit eben nicht irgendjemand hier euer Gerät einfach zurücksetzen kann, beziehungsweise euer Konto löschen kann. Mein Fingerabdruck hat er erkannt, deswegen sehe ich jetzt hier keine Konten mehr. Ich gehe da nochmal rein, zur Sicherheit, alles weg. Ich habe kein Google-Konto, das WhatsApp-Konto wurde auch gelöscht, alles gut. Okay, das WhatsApp-Konto ist wieder da. Das ist auch immer interessant, dass man das irgendwie mehrfach entfernen muss. Keine Ahnung, verstehe ich nicht so ganz. Auf jeden Fall ist das dann hoffentlich jetzt weg, wenn ich da nochmal reingehe. Vielleicht taucht sie auch wieder auf. Aber ist dann auch nicht so wichtig, denn da hängen nicht solche wichtigen Dinge dran wie am Google-Konto. Und genau, jetzt gehen wir hier mal raus und gehen zum Bereich System. Und dann sehen wir hier im Einstellungseintrag System, dass wir hier Optionen zum Zurücksetzen vorfinden. Wenn ich da drauf klicke, sehe ich verschiedene Optionen, die ich dann habe. Zum einen kann ich die Netzwerkeinstellungen zurücksetzen. Das bezieht sich darauf, wenn ihr zum Beispiel euch nicht mehr mit eurem WLAN verbinden könnt oder irgendwas nicht mehr so ganz funktioniert, was eben die Netzwerkeinstellungen angeht, dann könnt ihr eben hier separat diesen Bereich zurücksetzen. Genauso gilt das für die App-Einstellungen, dass ihr das eben einmal alles zurücksetzen könnt oder ihr sagt, alles auf Werkseinstellungen, also alle Daten löschen. Das ist dann der unterste Punkt und da klicken wir mal drauf und dann sehen wir eben hier alle Daten löschen. Auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Hierdurch werden alle Daten aus dem internen Speicher deines Smartphones gelöscht. Wie zum Beispiel die folgenden. Und dann wird hier nochmal alles Mögliche aufgelistet. Musik, Fotos sehen wir hier unten auch, heruntergeladene Apps, also alles das, was ihr im Prinzip nach dem Erhalt des Geräts sozusagen hier eingestellt habt und gemacht habt und heruntergeladen habt und an Fotos erstellt habt, das wird natürlich alles gelöscht. Interner Speicher ist hier fettgedruckt, klar. Der externe Speicher ist davon nicht betroffen, das ist eure MicroSD-Karte, also wenn ihr jetzt alle Daten, die ihr für wichtig befindet, auf die MicroSD-Karte sozusagen geschoben habt, dann könnt ihr das Gerät ruhig jetzt so zurücksetzen. Ihr müsst jetzt nicht vorher ausschalten, Akku rausnehmen, hinten die MicroSD-Karte rausziehen. Die wird überhaupt nicht berührt bei diesem Prozess. Das ist, geht nur um den internen Gerätespeicher. So, ich sage jetzt, ich bin soweit fertig, ich möchte alles löschen, dann klicke ich einmal hier drauf und kann jetzt hier zum Fortfahren einmal mit meiner PIN das Ganze auch
bestätigen, freischalten, damit nochmal eben, wie eben beim Fingerabdruck, dass nicht irgendjemand hier euer ganzes Gerät zurücksetzen kann. Nur der, der natürlich die PIN kennt. In unserem Fall ist das hier 4x0, das ist nur ein Dummy hier für unsere Videos. Auf keinen Fall empfehlenswert, sich so einfache PINs auszudenken. Und dann werde ich hier gefragt, alle Daten löschen, nachdem er erkannt hat, alles klar, das bin ja wohl ich, denn die PIN war richtig. Alle deine personenbezogenen Daten und heruntergeladenen Apps werden gelöscht. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Ja, alles klar, ich bin mir jetzt sicher und mach das jetzt. Alle Daten löschen. So, und jetzt sehen wir schon, das Gerät reagiert dann ein letztes Mal, wird kurz schwarz und dann sehen wir hier, jetzt geht auch nichts mehr. Jetzt haben wir im Prinzip verloren den Kampf. Falls wir jetzt im Endeffekt nach dem letzten Drück dann doch gemerkt haben, ach nein, ich wollte ja das und das noch behalten. Jetzt ist vorbei, das Gerät wird jetzt heruntergefahren bzw. neu gestartet. Alle Sachen, die da drauf sind, werden gelöscht, so dass das Gerät eben so erscheint gleich, wie es werkseitig zu euch ausgeliefert wurde, wie ihr es neu, falls ihr es neu bekommen habt, eben erhalten habt. Das heißt, es geht hier bei der Sprachwahl los. Dadurch, dass wir jetzt noch unsere SIM-Karte da hinten drin liegen haben, die müsstet ihr natürlich unbedingt rausnehmen, wenn ihr das Gerät irgendwie abgebt, verkauft, verschenkt. Dann denkt dran, SIM-Karte, Micro-SD-Karte, vielleicht habt ihr auch zwei SIM-Karten drin, alles rauszunehmen und verpackt das Gerät am besten originalgetreu, wenn ihr die Verpackung noch habt. Nehmt den Akku auch raus, am besten gerne, ist immer gern gesehen, wenn man den noch einmal lädt, damit der Neubesitzer dann das Gerät auch direkt bedienen kann, ist immer ganz nett. Und dann packt das möglichst vollständig alles wieder zusammen, macht es vielleicht noch mal ein bisschen sauber, das Display, so gibt man eben Geräte ab, das gehört zum guten Ton. Und wenn ihr es eben selbst behalten wollt und das nur für euch zurücksetzt, dann ist das natürlich alles nicht so relevant. Hier sehen wir jetzt schon, die SIM-Karte hat er wieder erkannt, die liegt ja noch hinten drin, aber wenn ich jetzt hier verschwinde, kann ich gar nicht, ich muss jetzt erst diese SIM-PIN eingeben. Ich würde jetzt, dadurch, dass ich mein Gerät ausgeschaltet habe, für den Fall, dass ihr es eben abgeben wollt, dann an dieser Stelle ausschalten, beziehungsweise einmal noch den Akku laden, wie gesagt, dass er auf 100% ist, und dann würde ich das Gerät ausschalten, alle meine Gerätschaften hinten rausholen, da diese SIM-Karte, Micro-SD-Karte, ich schalte das jetzt hier mal aus, Power off, jawohl. Und eben auch den Akku, falls sofern ihr das Gerät dann eben vollgeladen habt. Und wie gesagt, alles zusammenpacken und weg damit. Das war's zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen vom Gigaset GX6 im Verbund mit Kontolöschen. Ganz wichtige Geschichte. Ich hoffe, dass euch unsere Videos zum Gigaset GX6, wie auch hier dieses Zurücksetzen, allesamt hoffentlich gefallen haben. Lasst gerne nochmal einen Daumen nach oben für uns da. Die Reihe zum Gigaset GX6 endet jetzt hier. Alles, was ihr jetzt vorfindet von uns, das war's an Videos zum GX6. Und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Tolle Funktionen, dieses Gerät. Ist ja, wie gesagt, ein Outdoor-Handy, was Gigaset hier anbietet, mit der seitlichen Funktionstaste, die ich ganz praktisch finde. Und wir hoffen, dass wir so ein paar Tutorials für euch machen konnten, die für euch interessant waren. Denkt jetzt dran, wenn ihr fertig seid, eben hier einmal Klappe ab und die ganzen Geschichten herauszuholen. SIM-Karte, Akku hier einmal. Das wäre noch der letzte Schritt, wenn ihr das Gerät dann abgeben wollt. Das ist einmal unsere Micro-SD-Karte und unsere SIM-Karte, die finden wir hier auch noch drin. Auch die einmal rausnehmen. Das ist hier vielleicht ein bisschen tricky. Irgendwann kriegt man die da raus. So. Und wie gesagt, wenn ihr das Gerät jetzt nochmal laden wollt, dann tut ein Akku wieder rein. Braucht die Klappe ja gar nicht hinten drauf zu legen. Das könnt ihr auch so laden, wenn ihr es dann am Ende dann doch wieder auseinanderbaut, um es originalgetreu einzupacken. Also, das war's. Ich hoffe, wie gesagt, dass euch das Ganze gefallen hat und wir uns in einem der nächsten Videos bei uns hier wiedersehen. Abonniert unseren Kanal und dann bis demnächst. Ciao.